Tja, willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich weiß, es war ein fieses Ende, aber was soll ich machen? Ich mag Cliffhanger sehr gerne. Ist echt schön hier. Also ich finde es generell sehr, sehr schön. So, dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit allen Leuten hier. Hallo Pam. Okay, also sie ist schon mal nur etwas enttäuscht, weil kein Buffet da ist. Super. Was sagt dein Gast dazu? Hallo? Gast fragt sich, wie die schmecken. Achso, er wird es nie probieren, aber er würde trotzdem gerne wissen, wie sie schmecken. Hi, Penny. Penny ist die Letzte, die angequatscht wird, natürlich. Heidi! Ach, hast du deine Kamera vergessen? Ist ja doof. Aber kannst du nichts machen? Ja, der Sommer ist schon wieder vorbei, Alex. Es ist immer so. Die Jahreszeiten gehen so schnell vorbei. Ich merke das jetzt schon wieder. Ne? Frühling ist quasi auch schon wieder halb vorbei. Naja, noch nicht ganz so krass, aber trotzdem. Hallo. Okay. Marni hat Angst, dass das Dock zusammenbricht. Darum steht sie weiter vorne, weil es sind sehr viele Leute, die hier drauf sind. Ich denke, dass da nichts passiert. Morgen, Vince. Ah, okay, er möchte die raren Grünen sehen. Ja, die Grünen sind wirklich rar. Ha, 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 ha. Ich glaube nicht. Ob die giftig sind? Oh, du möchtest Sebastian ins Wasser schubsen? Wehe. Ich glaube, ich habe etwas Dunkles, Großes im Wasser gesehen. Achso, er hat nur Angst gemacht. Okay. Hi, Abigail. Ja, es ist schon sehr selten auf jeden Fall. Ich habe es noch nie gesehen. Ich wohne ja erst ein knappes halbes Jahr hier bei euch. So. Okay, also die sind auf jeden Fall sind die Quallen jedes Jahr da. Und immer einmal im Jahr. Das ist ein sehr erstaunliches Naturspektakel. Oh, jetzt möchte Babyquallen sehen. Ah, okay. Die meisten werden vom Licht abgeschreckt, also die meisten Nachtfische, aber bei denen ist es wohl was Besonderes. Du musst das wissen. Du bist hier der Fischexperte. Ah, das was leuchten sehen. Und es ist weg. Toll. Ah, ich habe was leuchten sehen. Und es ist weg. Ja, es sind viele, viele, viele interessante Lebensformen unter Wasser. Tief unter Wasser. Im Dunkeln. Eerie, was war denn Eerie nochmal? Was wie erstaunlich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh. Clint hat extra super Spezialschuhe angezogen und keiner hat es mitgekriegt. Doch, wir haben es mitgekriegt, Clint. Sieht gut aus. In Braun. Sieht zwar aus, als wenn du auf Stummeln läufst, aber okay. Okay. Ja, die Jellies werden wohl mit der Zeit verschwinden, so wie wir den Ozean verschmutzen. Ja, wir haben keinen Respekt vor der Natur mehr. Da hast du vielleicht gar nicht so Unrecht. Also, so, du kommst später dran. Haben wir noch irgendwen, der hier am Strand rumlungert? Guck mal da. Guck mal, wer hier ist. Und guck mal hier, die Pärchen alle. Psst. Guck morgen im Shop vorbei. Da gibt's die Samen für den Herbst. Ja, danke. Die Kerzen sind sehr romantisch, finde ich ja. Sehr romantisch sogar. Ich habe nie gesagt, dass du zu alt für sowas bist. Ich finde es schön, dass du da bist. Meine Güte, ist der immer zickig, ey. Sie hat es schon als kleines Mädchen gesehen, die Evelyn. Die ist so niedlich. Also, sie kann aber nicht mehr so rumhüpfen wie damals, als sie noch klein war. Und was mit dir? Harvey ist echt nicht so glücklich, ne? Der ist jetzt froh, dass der Sommer vorbei ist, wegen den ganzen Moskitos, die jetzt nicht mehr da sind. Toll. Oh, guck mal hier. Nein, ist was los.
Er kommt erst dazu, wenn die Jellies da sind, weil er keinen stören möchte. Boah, ist das hart. Oh, guck mal, hier sind noch mehr Leute. Maru. Okay, es wird schon ein bisschen kühl. Robin möchte schon schlafen. Ah, das Boot mit der Kerze hat sie selbst gebaut. Also sie werden nur wieder darauf hinweisen, dass sie im Shop Sachen kaufen können. Die Mondlichtquallen sind eine besondere Spezies. Und er ist froh, dass die hier bei ihm anhalten, also bei uns anhalten. Und sie werden vom Licht angezogen. Ach, deshalb machen die überall Licht, weil die vom Licht direkt angezogen werden, okay. Oder sonst noch irgendwer? Ah, guck mal hier. Ein Magier! Wie hast du mich hier gefunden? Ich dachte, ich wäre hier gut versteckt. Okay, mit dem Geschenk von was sind wir gesegnet? Klarsicht oder so? Lunaluz heißen die. Oh. Die haben eine magische Komponente in sich. Cool, ich hab den. Das ist ja cool, dass der hier ist. Ich dachte, es passiert irgendwas noch. Ich dachte, jetzt kriegen wir vielleicht noch irgendein Special, weil wir ihn gefunden haben. Aber anscheinend ist das nicht so. So, na dann reden wir mal mit Penny. Penny, hallo. Ich weiß nicht, ob das Leben für eine Qualle wirklich so einfach ist, sich einfach treiben zu lassen. Ist zwar eine tolle Sache, aber man ist halt auch allem unterworfen, ne? Das war's schon? Ah. Ja. Toll. Okay. Dann starte das Boot. Er hat schon ein bisschen was glowing in the distance gesehen. Okay, ein bisschen was leuchten im weitem Abstand. Okay. Ja, dann starte das Boot. Yes! Die Sequenzen sind so toll. Ich will hier angeln. Also nicht die Jellyfische, ne? Wo sind eigentlich die ganzen Kerzen hin? Ach, ist das schön. Und da sind die Babys, guck mal. Ist das nicht niedlich? Ist das nicht niedlich? Und das war's. Und der Glanz des Sommers streicht da hinten. Und die Mondlichtquallen bewegen sich Richtung großem Unbekannten. Mal gucken, ob das denn. Oh, und bumm, sind wir wieder zu Hause. So schnell kann's gehen. So. Wie sieht's denn zu Hause aus? Unsere Hühnchen sind schon ins Bett gegangen, so wie es aussieht. Ja, die schlafen schon. Schnuck ist rein zu sleep. Und Schnack ist rein zu sleep. Okay. Dann lasse ich euch mal schlafen. Ansonsten, wir könnten jetzt natürlich anfangen, hier noch Holz zu fällen und so. Aber wir werden gleich mehr als genug zu tun haben. Ich würde mir überlegen, ob es was bringen würde, wenn man das hier umrandet, dass quasi nichts dahin wachsen kann. Weil jetzt wird bestimmt ein Haufen Zeug reinwachsen. Was wir gar nicht wollen. Oh, es ist 1 Uhr.
Wir sollten vielleicht langsam mal das Bettchen aufsuchen. Mietz, wie sieht's denn aus morgen? Wetter. Ein wunderbarer sonniger Tag. Okay. Glück war heute. Oh, heute hatten wir gut Glück. Und Queen of Swords gibt's. Mal gucken, was wir kriegen. Brot! Okay. Wir wissen jetzt, wie man. Achso, wir wissen schon, wie man Brot herstellt. Da stand gar nicht Rerun dran. Was für eine Sauerei. Okay. Ab ins Bett. Okay, also wir haben jetzt nochmal 4700 Gold verdient. Irgendwas ist passiert. Nebenbei. Kikariki. Unser Haus ist ausgebaut. Yes. Perfekt. Na, 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 na. Wir haben einen Kühlschrank. Der Fernseher steht hier ein bisschen doof. Wir haben einen Herd. Wir können jetzt Dinge kochen, die wir gelernt haben. Pancakes, Brot zum Beispiel. Oder Rootsblätter. Das ist sehr gut. Rootsblätter nehme ich gerne. Dish of the Sea. Sardinen und Hashbrowns, okay. Wie kann ich denn Hashbrowns herstellen? Das weiß ich nämlich noch gar nicht so, okay. Aber wir können auf jeden Fall jetzt Dinge herstellen, das ist schön. So, und der Herbst ist ein bisschen... Oh, das ist alles zerfallen. Okay, so, wir räumen erstmal um unsere Bäume rum auf. So, okay. Ansonsten sieht es gut aus für die Bäume. Die müssen jetzt diese Season auch durchwachsen dann. Und dann auch fertig sein. So. Dann kommt ihr erstmal hier komplett weg. Brauchen wir dafür die Sichel? Ah, unser Mais wächst natürlich weiter. Nein, nicht hauen. Oh, man kann hauen mit C. Okay. Gut zu wissen. Das wusste ich noch gar nicht. Geht das mit der Sichel? Dann machen wir das hier. Ich habe übrigens mit Absicht die Felder vorher nicht bearbeitet, weil es nicht funktioniert hätte. Also es hätte schon funktioniert, aber die Felder wären dann halt wieder zusammengefallen. Da hätten wir also keinen Nutzen draus gezogen. Wir können jetzt natürlich mal gucken, ob wir hier eventuell einfach noch größere Felder gestalten. Ich habe ein Haar. Ich möchte ein Haar kaufen. So. Aber das müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ich weiß eh noch nicht, was wir anpflanzen alles. Wir haben ja eine ganze Menge Zeug inzwischen da. Ein paar mehr Sprinkler wären mir natürlich durchaus schon recht. So. Ich glaube, hier vorne werden wir einfach noch Massen an Korn pflanzen. Einfach, um es zu haben. Ich glaube, unseren Rare Seed bauen wir mal hier hin. Ja, vielleicht möchte ich vorher noch Fertilizer haben. Haben wir noch fertigen Fertilizer? Ja. Basic Fertilizer, sehr gut. Dann go, go. Ich will alles fertilisiert haben. So, mal gucken. Die heutige Folge wird ja dann wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber ich denke, damit könnt ihr leben. Ab und zu mal ein bisschen länger ist okay. Übrigens, danke für die Kommentare so zum Thema Länge und so. Ich muss mir immer angucken, wie wir den ganzen Spaß denn später gestalten. Es steht ja noch ein bisschen mehr an. Also wir sind ja jetzt noch nicht so am Ende angekommen, sagen wir es mal so. Das dauert ja alles noch ein bisschen. Wir haben noch gut zu tun. So, einmal hier. Deshalb ist es ganz interessant. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass wir hier auch noch weitergehen können. So, fertilisieren, fertilisieren. So, gießen. Also ich muss es nur einmal gießen, ne? Nur heute. Danach machen das alles unsere Sprinkler. Vielleicht, aber nur vielleicht. Baue ich auch, ups. Sag mal,
Kannst du dich mal in die richtige Richtung? Dankeschön. Warum dreht er sich nicht in die richtige Richtung? So, so. Danke. Okay. Tschack. Ist weg. Mal hier auch noch weg. Also wir könnten natürlich hier nach unten gehen. Wir werden auch mit der Zeit jetzt, dadurch, dass wir ja einige Sprinkler haben und sich die Sachen um sich selbst kümmern können, werden wir natürlich relativ schnell mehr Sprinkler bauen können. Hi, ihr. Oh, guck mal, wir haben hier einmal Saft. Das ist schön. Oak Resin. So, dann gucken wir mal. Oh. Eine Salmonberry. Und wo ist die Katze? Ah, da ist die Katze. Du schläfst in der Nähe von den Blitzeinschlagsdingern. Gedünselst da. Lightning Rods. Ihr wisst schon. Blitzableiter. Blitzableiter. So, okay. Alles ist sauber. Alles ist fertilisiert. Wir bringen den Kram jetzt mal hier weg. Dich. Und der Rare Seed wird direkt hier hingebaut. So, und dann gucken wir mal, was wir uns jetzt an Seeds kaufen. Ich freue mich auf den Herbst. Es ist wieder was Neues. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Schöne Sachen zu machen. Also ich hätte gerne Dinge, die sich immer wieder selbstständig erneuern. Also zum Beispiel Mais. Ne? Ich glaube, Mais werden wir generell jetzt erstmal nochmal... Das sind nicht mehr 6er, sondern 9er. Also können wir 18 mal Mais kaufen. Genau. So, wir machen... 12 mal Eggplant. Das ist nämlich, glaube ich, nur... Ne, Continuous to Prove. Okay. Das heißt 12 mal Eggplant. Und brauchen wir nur 11 mal. So, machen wir das nämlich vorne. Bok Choy! Brauchen wir Bok Choy? Nehmen es mal. 12 mal mit. 12 mal Yum. Yum. Cranberries. Boah, Cranberries brauche ich ohne Ende, ne? Wheat. Hatten wir Wheat nicht sowieso in der letzten Saison? Und Sunflowers, okay. Sunflowers muss ich mir mal angucken, aber Cranberries hätte ich auf jeden Fall gerne viele. Machen wir mal. Ah, wir haben kein Geld mehr, okay. Das heißt, wir können jetzt eh erstmal nicht weiterkaufen. Grapes, Feuer. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das Feld jetzt insgesamt anordnen. Ich glaube, wir sollten tatsächlich versuchen, so schnell wie möglich... Ich bin schneller als der Vogel. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Ich bin schneller draußen als ihr. Okay, geschafft. So, wir sollten auf jeden Fall versuchen, möglichst viele Sprinkler uns noch zu organisieren, damit wir möglichst viel Zeug machen können. Weil die Cranberries zum Beispiel, die werfen einen richtig guten Gewinn ab, soweit ich das gerade im Kopf habe. Da müssen wir erstmal gucken. Aber wir haben jetzt aktuell kein Geld mehr. So, das wird jetzt nochmal Mais. Dann... Machen wir hier drüben. Dich. Dann fangen wir schon mit den Cranberries an. Ich glaube, wir machen Cranberries hier einfach so die Reihen lang. Genau, dann alle. Am besten die hier komplett. So, dann haben wir Yams und Bok Choy. Bok Choy kommt hier hin. Und die Yam kommt daneben. So, und ich würde sagen, wir machen hier komplett Cranberries, sobald wir es uns leisten können, was eigentlich relativ schnell passieren sollte. Hoffentlich. Haben wir irgendwo schon Artisanenguts? Ich glaube nicht, ne? Pintal, Oak Resin, sieht nicht so aus, als wenn wir jetzt noch groß was hätten. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Gold für mehr Sprinkler. Eisen haben wir noch ein bisschen was, aber Eisen sollten wir auf jeden Fall mitnehmen auch. Und Refined Quartz können wir ja herstellen. Hi Mietz. Oh, wir hatten dich schon heute, okay. So, ja, dann müssen wir hoffen, dass möglichst schnell
was wächst, was uns Geld bringt. Oder wir müssen was verkaufen, was uns Geld bringt, um noch mehr Zeug zu kaufen. Ich würde gerne halt alles anbauen. Und wir müssen natürlich auch gucken, was wir im Community Center an Summer Crops brauchen. Ne? Fall Crops. So. Fall Crops brauchen wir. Mais haben wir. Eggplant haben wir. Pumpkins haben wir, glaube ich, noch nicht gekauft. Und Yam haben wir auch. Okay. Pumpkins wären also auf jeden Fall noch fällig. Balletten nicht. Hier gab es noch... Ist der Crafts Room gewesen? Fall? Okay, die Sachen finden wir aber alle so. Also das ist kein Problem. Die kriegen wir so zusammen. So, musst du jetzt erstmal weg hier. Ja, Pumpkins wären richtig, richtig gut. Melonen war leider jetzt nicht so der Brüller, aber egal. So. Dann haben wir hier komplett Mais. Mais ist auch sehr gut. Okay, das heißt, wir müssen noch Pumpkin-Felder machen. Kann ich noch irgendwas verkaufen, was wir gerade so... Massa, also das würde ich ungern verkaufen. Okay, können wir hier... Ich glaube, ich verkaufe mal die silbernen Sachen. Also wo wir mehr haben als nur die silbernen. Cauliflower. Die normalen Melonen. Melonen mussten wir ja nicht mehr abgeben, von daher dürfte es kein Problem sein. Crystal Fruits. Da können wir zwar Jelly, da können wir Jelly draus machen, das ist das Problem. Hier sehen wir eine Blueberries. Okay, lassen wir es erstmal. Den Wheat. So, lassen wir es erstmal. Gucken wir, ob wir uns noch ein paar Pumpkins leisten können und wie viele. Und dann. Pumpkins sind wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Kürbis-Fan. Eine Kürbiskernsuppe, also Kürbissuppe allgemein, es geht, ne? Ist auch lecker. Aber sonst bin ich nicht so der Riesenfan von Kürbis. Persönlich. Oh ja, okay. So, was ist denn Kürbis? Und dann hier so viel wie geht. Okay. Sonnenblumen können wir eventuell noch machen, aber Sonnenblumen sind wohl nicht so sinnvoll. So, 27 Stück. Werdet auch gleich sehen, warum. Die werden nämlich in größeren Feldern angeordnet. Und die müssen dann auch nochmal gegossen werden. Also müssen wir dann auch gucken. Und natürlich Fertilizer brauchen wir jetzt. Also hierfür nicht natürlich. Chuck. Chuck. So. Dann brauchen wir Fertilisierer. So. Reicht uns natürlich nicht aus. So. Und ich würde sagen, wir bauen das hier unten direkt dran, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Aber erstmal ein 6x6 Feld. Oh mein Gott, das wird eventuell energiemäßig ziemlich knapp. So, so. So, 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 so. Hallo. Treffen. Danke. Ich glaube, es gefällt mir noch nicht, aber das können wir ja bei Zeiten noch ändern. Aktuell bleibt es erstmal so. Dich. Das gefällt mir gar nicht. Fällt mir überhaupt nicht. Fünf. Boah, natürlich. Zwei. Wir brauchen was zu essen. Wir müssen was essen. Haben wir nicht noch so ein Miner Street irgendwo gehabt? Ja, genau. Yep. Ah, Field Snack, genau.
Okay. Ich glaube, wir fangen tatsächlich erst hier an. Ja, ich würde sagen, wir fangen erst hier an. So. 1, 2, 3. 1, 2. Nur, dass wir hier quasi dann die in den gleichen Reihen als Abstand nutzen können. Eventuell sollten wir über die Zeit noch ein paar mehr Pumpkins anpflanzen, weil die brauchen wir nämlich auch, die sind nämlich auch wichtig. So, perfekt. Okay. Ja, dann müssen wir gucken, ich habe noch 21 Energie, vielleicht können wir hier direkt mal... Dann bleiben die Felder nämlich wenigstens halbwegs im Rahmen. Und wir haben noch 7 Energie. Können wir sogar noch gießen. Auch wenn es Unsinn ist. Oh. Eine Energie übrig. Okay. Dann. Oh, hier sind Jellies fertig. Machen wir morgen. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die Abrechnung an, ob irgendwas dabei war. Und. Yes. Gab keine Abrechnung? Okay. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.